Azubi. Und ich kriege gleich Anweisung von Ivan Kiev, wieder in den Ring zu gehen. Was haben wir da? Da ist das Erkan-Geld. Das verteilt er jetzt auf Devil Dragon. Oh, schöner New Drop hier. Der Cash Money Drop. 1, 2. Und bis 2, da ist Axis Parker mit einer Ohrfeige und bricht damit das Cover ab. X-Man diskutiert natürlich damit ihm, sagt, hör auf mit, so, mit solchen Aktionen, sowas will ich nicht sehen. Und Ivan Kiev ist jetzt auch da und diskutiert mit dem Ringrichter. Natürlich, um Devil Dragon da ein wenig Zeit zu geben. Denn auch wenn der offensichtlich kein Mitglied von Rain ist, ich habe ihn zumindest noch nicht einmal die Rain-Pose mal gesehen, will er natürlich nicht, dass sein Lehrling verliert und Schemper. Was war das jetzt? Cash Money Erkan will hier den Wechsel. Robert Schemkaplan sieht nicht so aus, als er Lust hatte, in den Ring zu kommen. Er sagt hier, ich habe irgendwie was am Rücken, mach du mal weiter. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, hier der Fitness-Guru. Running hier vom Devil Dragon, der jetzt offensichtlich wieder die Kraft hat. Ja, du bist zwei. Aber was sind das für komische Anwandlungen dort von Schemkaplan? Ja, vor allem, er kann es ja sichtlich angeschlagen, also es wäre sehr nötig, dass er wechselt, weil sonst würde er den Kampf hier noch verlieren. Und das kann ihm auch nicht im Sinne von Schemkaplan sein. Also sollte er hier wirklich mal mit Erkan wechseln. Jetzt wieder in die Ecke von die Ecke, der Wechsel zu Axis Parker. Erkan kommt hier zurück hier mit Ellbogenstößen. Und der Cyborg Slam von Cash Money Erkan. Damit kann er zurückkommen. Jetzt muss er wechseln. Er muss die Chance nutzen. Auch wenn die Champion nicht will. Er muss rein. Er muss rein. Erkan muss seine Chance nutzen. Ist aber auch angeschlagen. Er kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Also jetzt ist wirklich der Wechsel sehr nötig. Schöner Uppercut hier gegen Axis Parker. Und Erkan ist hier ziemlich wackelig auf den Beinen. Hüppeln. Oh, er kriegt ihn auch gar nicht mehr hoch hier richtig. Keine Kraft mehr in den Armen. Versuch's nochmal. Showbomb. 1, 2. Nur bis 3. Kontrolliert er. Beide am Boden. Er zählt sie an. 1. Ja, beide liegen hier sichtlich angeschlagen am Boden. Axis Parker und Cash Money Erkan. Bei Cash Money Erkan kann man es natürlich verstehen, hier schon seit gefühlten ewiger Zeit im Ring. Weil Schemkaplan wohin nicht wechselt. Ah, jetzt kommt der Wechsel. Schemkaplan schüttelt mit dem Kopf. Erkan guckt hier ganz ungläubig. Schemkaplan sagt, ihr macht weiter. Wir jetzt kämpfen. Da wird das verstehen, wer will. Er will den Wechsel nicht. Der möchte nicht. Der möchte nicht in den Ring. Jetzt springt er hier vom Apron runter. Das. Oh, der Tieftritt hier von Devil Dragon. Und das Running Knee von Devil Dragon. Jetzt das Cover. 1, 2, 3. Das verstehe ich nicht. Das war nun wirklich auch für Cash Money Erkan zu viel. Aber warum hat Schemkaplan hier nicht gewechselt? Er hat doch auch verloren jetzt. Ja. Der X-Men fragt auch, was soll der Blödsinn? Was soll das denn hier? Das ist dein Teampartner. Also da bin ich auch sprachlos. Sprachlos. Schemkaplan geht jetzt hier mit in den Ring. Und das ist auch Tim Zuxdorf, das liebe ich schon, der kenne ich doch. Ja, und der Ringrichter fragt Schemkaplan auch hier, was soll das? Zuxdorf diskutiert werden. Er hilft seinem Teampartner jetzt aber auch nicht, wo sie jetzt von Rain angegriffen wird. Also das verstehe, wer will. Jetzt greift er sogar seinen Teampartner an. Und ich glaube, also, ich verstehe, was das da geschieht. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe jetzt auch dunkle Ahnung hier. Jetzt weiß ich, was Zuxdorf meinte mit, das sind nicht die einzigen Mitglieder von Rain. Denn X-Men war sicherlich ungeplant. Und er scheint kein Interesse daran zu haben, in irgendeiner Art und Weise. Doch, jetzt geht er doch in den Ring.
Aber er hat wohl doch geplant. Cem Kaplan. Ja, der sagt jetzt auch hier, X-Men sagt jetzt auch Cem Kaplan, was soll das? Diskutiert mit Suxdorf. Erkan kommt auf die Beine. Jetzt diskutieren alle Rain-Mitglieder mit X-Men, sagen ihm attackieren, attackieren, attackieren. Ja, der Ringrichter wollte ihm jetzt helfen, jetzt schubst Ivan Kiev hier jetzt Erkan in die Arme von X-Men. X-Men soll jetzt hier eine Aktion zeigen gegen den schon völlig fertigen Erkan. X-Men zögert hier, der Ringrichter sagt auch immer wieder, lass es sein. Ja, X-Men macht auch nichts. X-Men macht nichts, X-Men schüttelt den Kopf und geht aus dem Ring. Oder zeigt ihm den Stinkefinger, sag ich mal, und geht. Jetzt geht er aus dem Ring. Das ist, glaube ich, ein deutliches Statement. Ich mache da nicht mit. Boah, so wie es aussieht, sind das jetzt offiziell Cem Kaplan, Mitglied von Rain. Ganz offiziell. Ja, und da hat Suxdorf sich natürlich wieder ein sehr, sehr starkes Pferd mit in den Stall geholt. Ein starkes Mitglied für Rain, auch wenn der X-Men offensichtlich verloren hat, aber da ist das letzte Wort nicht gesprochen. Wir kennen Suxdorf. Ja, wenn man bedenkt, ist eigentlich auch eine sehr gute Wahl. Zumindest auch für Alexis Parker sind das Vorteile. Er hat Ivan Kiev als technischen Trainer und Cem Kaplan hier als Fitnesstrainer. Ja, so könnte man es natürlich auslegen. Ne? Also das eine bessere Ausbildung kann es schon fast nicht mehr geben. Ja, da gebe ich dir recht, Für den Muskelaufbau, für die Fitness, Cem Kaplan bei dem Körper und Ivan Kiev als Technik-Trainer. Da kann Alexis Parker nochmal der beste Wrestler Deutschlands werden. Und somit kommen wir zu einem der Hauptkämpfe des heutigen Abends. Wer regelmäßig auf unserer Webseite ist, hat gesehen, MWA-TV News wurde es angekündigt. Das Number One Contender Match, der Kampf um den Herausforderer Nummer 1 für die nächste Veranstaltung um den Champion-Titel. Als erster kommt heraus, war auch schon längere Zeit, oder ist schon längere Zeit bei der NBA. Mit 1,84 m Größe und 96 kg aus Dresden, Steve Douglas! Ja, der Number One Contender Match am heutigen Abend. Der Herausforderer Nummer 1, der Gewinner dieses Kampfes, wird bei der nächsten Veranstaltung am 2. April im Sportzentrum Herrendamm gegen den dann amtierenden Champion antreten. Und als erster Kontrahent in diesem Kampf kommt heraus Steve Douglas. Ja, Steve Douglas, der ehemalige internationale Champion der NBA, begleitet von Miss Jane Kay. Wird ja, wie schon angesprochen, man ist länger nicht gesehen. Jetzt kriegt er eben seine Chance um den Gürtel. Also nochmal, während Douglas hier zum Ring kommt, die ganzen Ereignisse der ersten Teil der Show so ein bisschen zu rekommentieren. X-Men ist Teil von Rain und doch nicht, weil Ivan Kiev gewonnen hat. Suxdorf gegen Josh Radical, ohne Erfolg in das Camp. Der Cem Kaplan, der Mitglied von Rain. Das wird sicherlich noch ein Nachspiel haben. Aber jetzt erleben wir erstmal den Nummer 1 Kampf um den Herausfordererposten auf die NBA International Championship. Ja, und Steve Douglas, ich befürchte, er fordert hier schon wieder ein Mikro. Was ganz Wichtiges zu sagen. Ich wollte euch nämlich nur mal mitteilen, dass das hier mein Leben ist. Auch wenn er nass ist, sind wir noch mein Leben. Und wisst ihr, warum es mein Leben ist? Ganz genau, da hat ihm nicht viel erkennen. Wollen wir mal nachzählen?
Meier hat 4. Aber deine sehe ich ja hier nirgends. Und das ist ja meine. Also meine 4 Ecken. So, du Stinker. Du sagst mir mal, wie viele Ecken Meierling hat. Niederländer, der Gegner von Steve Douglas, der uns hier gerade erklärt hat, dass dieser Ring sein Ring ist und dass dieser Ring 4 Ecken hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Ring wirklich sein Ring ist und dass dieser Ring 4 Ecken hat. Das hat Mirko deutlich bewiesen, denn das ist Mirkos Ring und der hat 4 Ecken. Aber gut, das ist egal, 4 Ecken hat der Ring und Leon Vergesterin wird von den Zuschauern lautstark erwartet. Jetzt kommt er raus und die Fans wollen den Handshake und bekommen ihn auch. Ja, und wie Mirko schon angekündigt hat, das zweite Mal bei der Mad Wrestling Association, Leon von Gasteren. Beim letzten Mal hatte er die Titelchance als, in Anführungsstrichen, Ersatz für Michael Knight. Konnte leider nicht den Titel erringen durch Eingriffe von außen von Forward. Deswegen wissen wir, der Titelträger Masterpiece Marcellus. Aber ich muss sagen, das ist schon eine Ehre für seine Leistung, dass er hier bei der zweiten Veranstaltung, bei der er mit dabei ist, gleich wieder die Chance auf den Herausforderer Nummer 1 bekommt. Diesmal gegen Steve Douglas. Also ich denke mal, es ist aber auch im Sinne des Publikums. Das ist, wie man an der Reaktion merkt, auf jeden Fall im Sinne des Publikums. Aber wo du gerade von Eingriffen von draußen sprichst. Meiner Meinung nach wäre Leon von Gasteren Champion, wenn nicht jemand ganz Bestimmtes, der immer wieder in Kämpfer eingreift, den Ringrichter abgelenkt hätte. Und ich nehme an, oder ich hoffe es nicht, aber ich nehme an, dass wir diese Person später auch noch sehen werden. Aber jetzt erstmal sehen wir diesen Kampf. Wir sehen das Number One Contender Match zwischen Steve Douglas, der beim letzten Mal im November einen wunderschönen Urlaub in der Südsee hatte, wie er mir verraten hat. Und Leon von Gasteren. Ja, und da dürfen wir mal gespannt sein, wer das Match hier für sich entscheiden kann. Wer dann bei der nächsten Veranstaltung am 2. April gegen den dann amtierenden Champion antreten wird. Die Glocke ertönt. Na, das Publikum steht hinter Leon. Dann der erste Lock-up hier im Kampf um den Herausforderer Nummer 1. Der nächste Lock-up hier. Schöne Aktion hier von Leon von Gasteren.